Es gibt Menschen, die sich selber wirklich auch als Künstler begreifen, die eine Konzentration haben wollen im Raum. Optimalerweise ist das Publikum dann still. Dann gibt es andere, die verstehen das als eine Party. Das sind wir. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich immer froh bin, wenn ich sie vor dem Konzert nochmal machen kann. So wie ein Fußballer sich warm spielt und damit ein Gefühl für den Ball kriegt. Du musst doch möglich sein, eine Nummer anders zu spielen. Aber den Rohfrostmann. Jetzt kann ich ja plötzlich haben in der Schweiz. Der neue Katalog ist da. Rohfrost Schweiz. Ab geht's. Im Interview und dabei Leuten bei der Arschbombe zu gucken, ist das einfach groß. Aber ihr geht dann nicht in solche Freibäder irgendwo mal. Sie jetzt gerade nicht. So, where's Brighty? Lights 4, den haben sie verlegt. Immer auf die Durchsagen achten, Leute. Oh, ist Brighty jetzt echt nicht mit? Nee. Ja. Springst rein und kommst nackt zurück. Ja, jeder will ein Andenken. Die geben einfach Vollgas. Das ist einfach Emotion pur. Das muss ein Hexenkessel sein. Die Leute müssen da verschwitzt rausgehen und die müssen fertig sein. Und sagen, wow, also, da kommen wir nochmal wieder.